Hi, herzlich willkommen hier bei Judo HD. Das ist der Tobi, ich bin der Leon. Wir zeigen euch heute in dieser Serie, was ihr alles für den weiß-gelben Gurt im Judo machen müsst. Und da fangen wir natürlich einmal an mit den Standtechniken. Da müsst ihr entweder den Ogoshi oder den Ukigoshi werfen und auch noch den Osoto-Toshi. Alle Videos findet ihr auch unten in der Playlist verlinkt. Das heißt, ihr könnt euch da schön schlau lernen. Und an Bodentechniken müssen wir einmal Kutsura Kesakatame können und noch den Munegadame. Dann gibt es natürlich auch noch Anwendungsaufgaben, einmal im Stand, einmal im Boden. Wir haben dafür einmal die Aufgabe bekommen, dass Uke entweder schiebt oder drückt den Partner, ist kein großer Unterschied, und wir dann einen Ogoshi oder Ukigoshi werfen müssen aus der eigenen Rückwärtsbewegung. Und als zweite Aufgabe gibt es noch, dass Uke zieht und wir aus der eigenen Vorwärtsbewegung einen Osoto Toshi werfen müssen. Dann gibt es noch Anwendungsaufgaben im Boden. Und zwar müssen wir zwei unterschiedliche Verkettungen von einem kontrollierten Wurf und einem Haltegriff danach machen. Da bieten sich die Würfe an, die wir eben gerade gemacht haben oder gesagt haben, mit den entsprechenden Haltegriffen. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Randori, beziehungsweise 3 bis 5 Randoris einer Minute, in der wir einfach die Techniken, die wir vorher gezeigt haben in der Prüfung, nochmal aus der Bewegung demonstrieren. Das war das komplette Weiß-Gelb-Programm. Und wenn ihr dazu weitere Informationen benötigt, schaut mal in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zu unserer Internetseite judohd.de und dort findet ihr noch mal mehr Informationen. Und ja, viel Spaß mit der Playlist. Okay.